In dieser Sendung wird es kontrovers. In Zeiten, in denen die Welt bang auf den Nahen Osten blickt, wo man bereits den Einsatz von Atombomben befürchtet, gibt es keine einfachen Antworten auf die Fragen, wer an dem Konflikt schuld ist und wie man ihn beenden könnte. Zu diesem Thema haben der Filmemacher Wilhelm Domke-Schulz und ich durchaus unterschiedliche Ansichten. Und die wollen wir ausgiebig diskutieren. Wilhelm verweist auf seine jahrzehntelangen Erfahrungen bei Filmdrehs in Israel und Palästina. Ich dagegen konzentriere mich nüchtern auf aktuelle Zahlen, Daten und Fakten. Denn die sprechen für sich. Jetzt hier bei Junost, dem Magazin für ostdeutsche Interessen. Mein Name ist Norbert Fleischer und jetzt geht's los. Zurück und wir unterhalten uns heute über Israel, Iran, Palästina, Libanon, Gazastreifen. Was geht da ab? Dazu habe ich einen Menschen, den ihr gut kennt, aus meiner Sendung eingeladen, denn er hat in Israel gedreht, hat sich dort ganz lange rumgetrieben, Filme gedreht, unter anderem das Nahost-Tagebuch. Hier ist er wieder, der Universalexperte für fast alles, insbesondere natürlich Israel und den besprochenen Themenkreis, der international preisgekrönte Filmemacher Wilhelm Domke-Schulz. Ich grüße dich. Hallo, 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 hallo. Wilhelm, jetzt muss ich dich mal fragen, es ist ja ein riesiges Chaos, was da aus den Fernsehnachrichten auf uns hereinströmt. Was ist denn da unten im Nahen Osten überhaupt los? Naja, was ist da los? Eigentlich könnte man sagen, so in Anlehnung an diesen berühmten Roman im Nahen Osten schneuert, der Konflikt eskaliert und eskaliert. Das macht er ja nun schon seit Jahrzehnten, also der fing ja noch vor 1948 an. Also insofern könnte man in dem Sinne sagen, nichts Neues, nur dass die Eskalationsschraube immer höher wird und die Opfer immer zahlreicher werden. Also das ist wahrscheinlich die einzige Neuigkeit dabei bei der ganzen Sache. Also wenn wir von Opfern reden, also ich habe gehört, das war auch ein Bericht der Vereinten Nationen selbst, dass es da schon 42.000 Tote gegeben haben soll, natürlich auf der palästinensischen Seite 42.000 Palästinenser getötet, darunter viele Zivilisten, zehntausende Menschen wurden verletzt. 1,9 Millionen Bewohner wurden vertrieben, haben keinen Zugang zu Lebensmittel, Versorgungssicherheit, zerstörte Infrastruktur, fehlende Grundversorgung, humanitäre Krise, dringende Maßnahmen erforderlich. Das sind so die Stichpunkte, die man dazu hört. Und ist denn das jetzt gerechtfertigt, dieses Ausmaß an militärischer Gewalt, das Israel dort ausübt? Genau. Also ich hatte ja im Vorgespräch schon angekündigt, dass ich, wenn wir unsere Sendung anfangen, dass ich mir ziemlich sicher bin, welche erste Frage du stellst. Und das war genau die. Und da hatte ich dir auch schon im Vorfeld gesagt, vielleicht unterhalten wir uns erstmal über die Gesamtproblematik und stellen diese Frage einfach am Ende der Sendung nochmal. Wir tätzen davon. Ja, das können wir gerne machen. Also zur Gesamtproblematik könnte man vielleicht erstmal auf die Geschichte eingehen. Woher kommt denn dieser Konflikt und wie ist er zustande gekommen? Bin gespannt. Ja, das wären jetzt Neuigkeiten für dich, oder? Nö, aber ich meine, du möchtest ja vom Urschleim sozusagen anfangen. Also lass es uns doch tun. Bevor wir auf die eigentlich interessanten Fragen kommen. Ja, der Urschleim, also da müssen wir ja bis ins 12. Jahrhundert zurückgehen oder eigentlich sogar noch 2000 Jahre zurückgehen, also wenn wir den richtigen Urschleim beleuchten wollen. Also vielleicht nehmen wir nur mal den, der nicht ganz so weit zurückreicht. Also wenn man diese Sprüche, diese Parolen hört, das heißt ja immer vom Fluss bis zum See, ist ja so dieser Spruch. Also Palästina soll frei sein, was ja unterm Strich ja bedeutet, wenn wir sagen, Fluss ist der Jordan mit gemeint und See, Mittelmeer, dass also die Juden oder Israel im Prinzip verschwinden soll. Also das ist so die Forderung, die ist ja auch nicht neu, die gibt es ja auch schon einige Jahrzehnte. Und wenn man jetzt einfach nur
die Tagesaktualität betrachtet und sieht, wo fallen Bomben, wer schießt, wo wird ermordet, wo sind die Leichen oder wo sind die Toten zu beklagen. Also ja, ich frage mich immer, sicher, das ist ein sehr brisantes Thema, aber bringt das uns irgendeiner Lösung näher, wenn wir nicht mal zurückgucken? Also man guckt im Ukraine-Krieg nicht zurück, man guckt auf das deutsch-deutsche Problem nicht zurück, also immer will man nicht zurückgucken, weil jeder Konflikt hat ja eine Ursache. Und man muss ja die Ursache benennen und analysieren und gucken, was da machbar ist, um den Konflikt damit zu lösen. Wenn man sich die Ursache nicht anguckt und immer nur auf die Auswirkungen, ja, ich glaube, da kommt man nicht mal einen Millimeter irgendeiner Lösung näher. Und das ist das Problem, was wir haben, dass da immer hoch emotional über Opfer auf palästinensischer Seite gesprochen wird und dann ist das Thema schon erledigt. Aber wo soll es hinführen? Wir wollten zur Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, ich habe ja schon gesagt, die fing eigentlich erst mal vor 2000 Jahren an oder etwa in dieser Größenordnung, als das jüdische Volk aus dem Gebiet dort vertrieben worden ist und hatte seine Fortsetzung, also zum Beispiel auch hier in Deutschland im 14. Jahrhundert, als die Judenpogrome waren, als die Juden ermordet wurden. Und diese Sache zog sich ja hin bis in die vorletzte und letzte Jahrhundertwende. Also dass man, der Jude ist immer irgendwie an allem schuld, böse und keine Ahnung und ist diskriminiert, verfolgt. Die jüngste Geschichte kennen wir ja im Dritten Reich, wo man dann so ja noch der Meinung war, die alle zu ermorden. Und aus dieser Situation heraus, dass die Juden immer an allen schuld sind, die Jesusmörder, ist ja dann diese Idee des Zionismus geboren worden. Also, und das war sozusagen der Beginn des Nahostkonflikts. Also, dass Leute, das waren ja hauptsächlich auch aus Österreich, aber auch aus Deutschland, aber auch aus Russland, viele Juden, gesagt haben, also wenn wir immer verfolgt, Pogrome, ermordet, diskriminiert, Fehl am Platze sind, keiner will uns haben, dann ziehen wir irgendwo hin. Erst war, glaube ich, Uganda im Gespräch. Dann kam man auf die Wurzel im Nahen Osten und so ist ja diese Idee geboren worden, überhaupt dort, dass sich Juden dort ansiedeln, weil der Grundgedanke war, dass man irgendeinen Staat oder ein Gebiet vielleicht später mal hat, wo man nicht verfolgt und diskriminiert wird oder ermordet wird. Und diese Ideen haben ja zu der ersten Siedlung geführt, das war Tel Aviv, das ist ja mittlerweile auch schon sehr lange her, kurz nach 1910 so etwa, waren so diese Gedanken und die Gründungsideen, da war da nur Wüste, da war nichts. Man hat also Palästinenser da das Land abgekauft und sich da angesiedelt. Also so fing im Prinzip diese Sache an und die war nicht kriegerisch, also es war nicht mit Opfern verbunden. Die ersten Kibbuzim, die wurden so in 20er Jahren gegründet, das waren eben hauptsächlich deutsche Juden, aber auch eben sehr viele Juden aus Russland. Also nach 1905 war ja zum Beispiel die erste Siedlungswelle da von russischen Juden. Und das lief eigentlich immer ähnlich ab. Also man kaufte mit welchen Leuten, denen das Land gehörte, den Bauern das Land ab und gründete da gerade in 20er Jahren eben diese Kibbuzim. Und wie gesagt, es war am Anfang eigentlich friedlich. Manche Bauern waren froh, dass er da ihr Stück Land, was relativ unfruchtbar war, los war. Aber indem denn so eine verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen und die einwandernden Juden, die waren ja, wenn man so nimmt, westeuropäisch geprägt, also auch von ihrer Kultur, von der Denkweise, von der Art und Weise, mit der Landwirtschaft umzugehen und so weiter. Und da haben sie aus manchen öden Flecken da ganz gut florierende Plantagen gemacht und es kam immer mehr und dann passiert ja so eine Sache, also das sind ja ähnliche Diskussionen auch, die wir jetzt so in Deutschland hochkochen, ja, dass man sagt, man hat zu viele Ausländer, fremde Kultur, die sind ganz anders und die nehmen uns hier die Wohnungen weg und die leben auf unsere Steuerkosten und irgendwie so weit und wenn dann eben eine fremde Volksgruppe da in einer Region zieht, wo sie naja, seit 2000 Jahren nicht mehr war, also wo sich da eine völlig andere Kultur entwickelt hat, eine ganz andere Ethnie auch zu Hause sind, andere Lebensgewohnheiten, dann entstehen Konflikte. Und mit den ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen, wo sich dann so Gruppen gebildet haben, das ging ja schon in 40er Jahren auch los,
von arabischer Seite, wo man sagt, wir wollen die nicht und da kommen ja immer mehr und wir wollen die nicht. Und da gingen dann so die ersten Überfälle los, meist von arabischer Seite, weil sie die Leute nicht haben wollten. Also ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt ausdehnen wollen. Also das sind so die Wurzeln, ja, wo man, wenn man jetzt über diese ganzen Opfer redet, also du hast ja auch diese zivilen Opfer angesprochen, also da müsste man aber auch die Zahlen zählen von ermordeten Juden, die nach Palästina ausgewandert sind, von 30er, 40er Jahren an bis heute. Ich glaube, da kommen auch etliche Tausende zusammen, die da ihr Leben gelassen haben. Diese Zahlen lässt man dann immer weg. Also das ist so eine merkwürdige Sache, die ich auch bei der Berichterstattung, muss ich mal sagen, also stößt mir schon übel auf und das schon seit 30 Jahren. Also das, seitdem ich eigentlich mich auch mit dem Thema da befasse, weil vielleicht um den Haken da zu schlagen, wieso erzählt der Willem jetzt darüber? Also ich bin ja in der DDR da auch so aufgewachsen, Palästinenser und unsere Freunde, PLO, war, hatten wir ganz große, ganz super Verbindungen. Überall waren palästinensische Studenten und man ist ja auch so erzwungen, Israel, Aggressorstaat, fast Faschismus im Dienste der Yankees und die siedeln und morden und so weiter. Und als dann diese Mauer da fiel und der Anschluss so vollzogen wurde und ich auf einmal so ein Ding in der Hand hatte, wo da stand Bundesbürger, und ich dachte, hä, was ist denn das jetzt, was zur DDR? Na gut, also bist jetzt auf einmal Bundesbürger und hast damit Möglichkeiten zu reisen und da war einer meiner ersten Einfälle. Also weil auch einer meiner ältesten Freunde war damals Jan Koplowitz, jüdischer Schriftsteller, einer der Überlebenden des jüdischen Waisenhauses, der noch evakuiert wurde nach Großbritannien, also da die Judenvernichtung überlebt hat und der auch sehr gespaltene Beziehungen zu Israel und zum Judentum überhaupt hatte. Kam ich so auf die Idee, nein, du hast dein ganzes Leben bis dahin so diese Sichtweise erfahren. Jetzt gucke ich mir mal die andere Seite an, von der ich nicht wusste eigentlich genau bis dahin. Und so kamen denn eigentlich aus dieser Neugier heraus diese ganzen Israel-Reisen, diese Israel-Filme. Der zog sich ja über 20 Jahre. Und insofern habe ich da eine ganze Menge mitbekommen, was diese Nahostgeschichte betrifft, den Nahostkonflikt betrifft, jüdische Kultur, jüdische Tradition. Also ich habe mich versucht, die ganze Zeit, muss ich auch dazu sagen, immer mit beiden Seiten zu beschäftigen. Also immer, wenn ich eine Israel-Reise gemacht habe, gedreht habe, immer auf beiden Seiten. Also ich habe genauso viele Bekannte und Freunde auf palästinensischem Gebiet, zum Beispiel hauptsächlich auch in Bethlehem, wie auf israelischem Gebiet. Und da ist zum Beispiel, also weil du gerade hier diese Einblendung machst, einer meiner ersten längeren Filme ist ja im Jahr 2001 entstanden. Und das ist wieder so eine Produktion, die ich nirgendwo untergebracht habe. Das hängt wieder mit der Berichterstattung zusammen. Ich denke, wir kommen dann auch drauf, diese sehr einseitige deutsche Berichterstattung schon seit Jahrzehnten. Und in diesem Film wollte ich zum Beispiel auch wieder beide Seiten darstellen. Also sowohl Opfer auf beiden Seiten als auch ja, Leute, die diese Eskalationen da mitmachen. Also dass man das von beiden Seiten verfolgt und da mal auch sieht, wieder die Sichtweisen, die emotionale Seite, die Ziele, Wünsche und so weiter sind. Also das, was wir hier sehen, sind alle israelische Opfer. Das war ein ganz großes Pogrom, kann man sagen. Also ein Anschlag auf eine Diskothek am Strand von Tel Aviv mit Dutzenden Toten, alle junge Leute, junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten. Wo ich mich da auch dann immer gefragt habe, also wieso macht man sowas? Was will man damit erreichen, wenn man jugendliche Menschen umbringt, dutzendweise? Also was erhofft man sich davon, dass denn die Regierung sagt, ach, ihr bringt unsere Jugend um und dann räumen wir das Land und gehen ins Meer? Also ich verstehe diese Motivation nicht, dieser extremen Attentate, die da stattgefunden haben. Ich habe das ja teilweise miterlebt, Opfer gefilmt, habe zum Beispiel eine evangelische deutsche Pfarrerin gefilmt, die auch Opfer von einem palästinensischen Terroranschlag im Markt war, also wo sie einfach nur Lebensmittel einkaufen wollte. Und dann stand sie halb in Flammen und hat gerade so überlebt. Wo dann immer die Frage aufkommt, ja, was soll das eigentlich? Also, was will man damit erreichen? Gibt es da nicht andere Lösungsmöglichkeiten? Also, ja, also so erstmal, was
So im Groben und Ganzen, ich denke, das Hauptproblem, was wir haben, was nicht so richtig diskutiert wird, aber was ja dieser Spruch sagt, vom Fluss bis zum Meer, dass bestimmte arabische Kreise, bestimmte Eliten vor allen Dingen, ich denke nicht, dass die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung ist, war jedenfalls nicht so mein Eindruck in den Reisen. Also eine bestimmte extremistische Elite setzt darauf, die müssen weg. Israel muss weg, die Juden müssen ins Meer. Und vielleicht fangen wir mal bei diesem Punkt an, weil das ist ja die Hauptforderung. Ja, deswegen findet ja das alles statt, diese Pogrome, diese Überfälle, diese Morde, auch von palästinensischer Seite, dieser Terror schon seit Jahrzehnten, dieser blutige Terror, der da gemacht wird, mit der Forderung, die sollen weg. Vielleicht reden wir mal darüber. Also wie soll das aussehen? Also den palästinensischen Widerstand, das sind jetzt hier gerade palästinensische Opfer, aber ihr dreht in Bethlehem, die also israelischen Beschuss überlebt haben. Also wie gesagt, immer so beide Seiten. Wurde im deutschen Fernsehen nicht los, die wollten immer nur eine Seite sein. Die palästinensischen Opfer, jüdische Opfer wollten sie nicht so haben im Fernsehen. Ist so ein Thema für sich. Ja, vielleicht reden wir erstmal darüber. Wie soll das aussehen? Also man will Israel weghaben. Wie soll denn die Lösung aussehen? Wo soll denn hin, das Land? Oder hat es da wirklich nichts zu suchen? Ich weiß es nicht. Wie soll die Lösung aussehen? Also ich weiß nicht, was man damit erreichen will, mit dem Terror von palästinensischer Seite. Was will man damit erreichen? Hast du da heute eine Ahnung, eine Lösung? Wo soll es hinführen? Also wo ist das Ziel? Gut, also das ist ja jetzt eine Frage von dir, die bezieht sich auf aktuelle Geschehnisse. Das geht ja die ganze Zeit so. Das geht okay. Die ganzen Jahrzehnte schon so. Das geht immer um diese Frage. Die Israelis sollen weg. 90er Jahre, das ist in meinem Film drin. Ständig flog irgendein Kaffee in Tel Aviv in die Luft. Die Linienbusse gerade so zum Arbeitsende, zum Feierabend waren begehrte Ziel. 20 Tote, 25 Tote, 30 Tote, immer wieder ein Bus in die Luft gesprengt. Das war ja schon in den 90er Jahren. Also das ist ja, das zieht sich doch ewig hin, dieser ganze palästinensische Terror, der auf jüdischer Seite geherrscht hat. Ja. Das war ja also nur ein Beispiel mit dieser Diskussion. Würdest du mir denn zustimmen, wenn ich dir sagen würde, vorschlagen würde, dass es sinnvoll wäre, in einer so aufgeheizten Region, einer so angespannten Lage, wie sie dort ist, in einer so gefährlichen Gegend auf Gewalt zu verzichten? Würdest du mir da zustimmen? Ja klar, das wäre die Lösung. Aber nur von beiden Seiten. Würdest du mir weiterhin zustimmen, dass es sinnvoll wäre... Moment, reden wir von beiden Seiten oder nur von einer Seite? Grundsätzlich, ja, wir reden von beiden Seiten. Okay. Wir reden von beiden Seiten, so. Würdest du mir zustimmen, dass es sinnvoll wäre, staatliche Handlungen zu unterlassen, die gegen andere Staaten gerichtet sind, also auf der anderen Seite der Grenze, die das Potenzial hätten, einen Full-Scale-War auszulösen. Wo alles rausfährt, was schießen und laufen kann. Ja? Würdest du mir zustimmen, dass es sinnvoll wäre, auf solche Dinge zu verzichten? Von beiden Seiten. Gut. Ja. Es ist immer die Frage mit der Henne und dem Ei, ne? Wer hat angefangen und so weiter. Und also Du kannst doch nicht sagen, der jede Staat darf nicht auf den anderen schießen, aber der andere darf auf den jeden schießen. Wo sollen da die Lösung sein? Nur ich meine, mir scheint einfach, ich muss zu meiner Eingangsfrage leider zurückkommen an dieser Stelle schon wieder. Das Verhältnis der militärischen Gewalt, die von israelischer Seite ausgeübt wird, im Verhältnis zu dem, was von palästinensischer Seite ausgeübt wird, was von Libanon kommt, einfach nicht das Gleiche zu sein. Es scheint mir so zu sein, dass Israel alles tut, was es irgendwie kann, um einen großen Krieg mit dem Iran anzuzetteln, mit der Gewissheit, dass die Amerikaner dann da mitmischen, weil die am Ende Israel rausreißen würden, wenn es dazu käme. Die Amerikaner sind auch nicht besonders begeistert davon, dass es diese Konfrontation gibt.
sie wollen eigentlich da keinen Krieg haben, vor allem deswegen, weil sie ihn sich gar nicht leisten können. Sie haben gar nicht mehr genug Waffen. Die sind ja alle in der Ukraine schon in die Luft gegangen. Also sie haben nicht mehr wirklich viel im Portfolio, was sie machen könnten, ohne sich selber dann nicht mehr verteidigen zu können. Also frage ich mich schon, welchen anderen Grund sollte es haben, wenn Herr Netanyahu den Herrn Nasrallah umbringen lässt, den Libanon-Anführer der Hezbollah-Miliz, lässt den bombardieren, wenige Tage nachdem man ihm signalisiert hat, wir wollen doch verhandeln, es soll eine friedliche Lösung geben. Daraufhin kommt Nasrallah aus seinem Bunker, fährt wieder in einen seiner Privatwohnsitze und prompt wird er dann da bombardiert. Ich meine, was gibt es denn für eine andere ultimative Kriegserklärung als einen quasi Staatsanführer des Nachbarlandes zu ermorden? Ist das eine Handlung, die dazu geeignet ist, die ganze Sache dort zu beruhigen? Ja oder nein? Ist es eine Sache, die Lage zu beruhigen, Linienbusse voller Menschen in die Luft zu sprengen? Also kann ich genauso zurückfragen, weil da wird wieder, das geht mir völlig gegen Strich, da die Frühgeschichten immer wegzulassen, wie sich das halt entwickelt hat. Ich habe es erlebt seit Anfang der 90er Jahre. Als ich das erste Mal in Israel war, da haben wir in so einem Kibbutz übernachtet, so ein Kibbutz-Hotel, was direkt an der Grenze zu Bethlehem war. Also sozusagen das letzte Stück von israelischen Jerusalem zu palästinensischen Gebiet Richtung Bethlehem. Die Grenze dazwischen waren so ein oller Rostja-Maschendrahtzaun, keine Befestigung, keine Schießstände, Armee hat man auch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite liefen, kann ich mich noch richtig entsinnen, also so ein älterer palästinensischer Bauer mit seiner, ich weiß nicht mehr, ob das eine Ziegen- oder eine Schafherde war, jedenfalls mit irgendeiner Herde da lang. Also es war alles eigentlich in Ordnung. Und als wir auf einem anderen Gebiet waren, also jetzt hier ist zum Beispiel der Mitri Raab, der Pfarrer von Bethlehem, den begleite ich schon sein ganzes Berufsleben über, also der ist ja Anfang der 90er, ist ja da junger Pfarrer gewesen, jetzt langsam Richtung Ruhestand. Ich habe so eine Langzeitbeobachtung über ihn. Der hat das ja alles von palästinensischer Seite ganz intensiv miterlebt und kann da sehr viel zu sagen. Der ist ja auch öfter in Deutschland, hat auch mehrere Bücher auf Deutsch geschrieben. Er hat ja auch in Deutschland studiert und das sind hier so eine jüdischen Opfer. Ne? 22 Tote, wieder ein Bus in die Luft gesprengt. Und das war so eine Sache, Anfang der 90er Jahre, da ging es eigentlich noch relativ friedlich zu. Insofern war das ausgewogen, dass also viele Palästinenser auch Arbeit in Israel hatten. Also die lebten in der Westbank oder in Gaza und sind in Israel arbeiten gegangen und alle Seiten hatten was davon. Und dann fingen diese Attentate an, die hier zu sehen sind, 94, 96, wieder 25 Tote, nochmal 30 Tote, wieder 18 Tote. So, wie soll jetzt Israel reagieren? Ich habe es ja, wie gesagt, selbst erlebt. Da stehst du vor so einem Problem. Also du hast die Grenze relativ locker. Man versucht miteinander auszukommen. Die Palästinenser arbeiten in Israel. Eigentlich ist alles fein und dann fliegen ständig Busse in die Luft. Und Dutzende Tote immer. Was soll jetzt Israel machen? Und so ist denn diese Idee, wir sehen hier diese Anfänge der Mauer, die war dann noch ziemlich niedrig, also entstanden, ja, wie soll man sich vor Selbstmordattentätern schützen? Ich kenne ja selber die Zeit, du gehst durch die Stadt und vor jedem Kaffee sitzen Sicherheitsbeamter, denn noch eine Sperre, die Taschen werden durchsucht in jede Kneipe, die du gehen willst in Israel, jede Kaffee, jede Kaufhaus, überall Taschenkontrollen, weil man weiß ja nicht, ob nicht wieder so ein Selbstmordattentäter kommt oder einer, der eine Bombe in der Tasche hat. Das ist nur nicht gerade ein schönes Leben, was man da führt, wenn man nicht sicher ist, vielleicht im nächsten Moment ermordet zu werden. Und so, diese Mauer, die gab es vorher nicht. Ich habe ja selber das Wachsen erlebt. Also es fing mit einem Maschendrahtzaun an und jetzt haben wir Mauern, die 8 Meter hoch sind, weil irgendwie Israel versucht, sich vor diesen Attentätern, diesen Mördern, diesen Terroristen zu schützen. Und die sind, das muss man ja immer dazu sagen, die sind ja nicht das palästinensische Volk. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich auch bei unserem Staatsfernsehen hier in den 90er und 2000er Jahren überhaupt nicht landen konnte, dass ich gesagt habe, lasst uns doch mal was über die palästinensische Gesellschaft machen. Hier, das ist eine katholische Gemeinde zum Beispiel in Bejala, das ist so ein
Ort ganz in der Nähe von Bethlehem. Ganz normale Bevölkerung, nette Menschen, die wollen ihren Frieden, die wollen ihre Ruhe haben. Und das Problem ist, dass gerade in Gaza und auch teilweise in der Westbank die Macht eigentlich, die administrative Macht eigentlich von Extremisten aushielt. Also das sind nach meiner Schätzung nicht mehr als 10% der Bevölkerung. Und die nehmen quasi auch ihre eigene Bevölkerung als Geisel für ihren Extremismus. Weil diese Leute da hier, die Mona zum Beispiel mit ihren Kindern, der ist nicht daran gelegen, Krieg mit Israel zu führen oder die Juden ins Meer zu jagen. Die will einfach nur ihr Leben leben, ohne beschossen zu werden oder ohne dass Leute ihr Grundstück missbrauchen, um auf israelische Seite zu schießen. Und das ist so ein Problem, solange da die Extremisten die Macht haben und die Schlimmeren sitzen ja im Gazastreifen. An der Westbank ist es ja noch relativ moderat. Die Fatah, also die ist ja, sagen wir mal, ja noch in einer gewissen Weise gesprächsbereit. Also mit denen kann man, glaube ich, auch Verhandlungen führen. Also die extremistische Seite ist ja im Gazastreifen. Also die Frage, die ich mir dann auch immer gestellt habe, was willst du als Staat, wenn du existieren willst, gegen permanente Selbstmordattentäter machen? Also wie willst du die schützen? Du wirst doch nie, wo die kommen, über welche Lücken im Zaun die kriechen, mit welchen Busse angefahren kommen. Also wie will man sich da schützen? Und so ist diese Mauer entstanden, die mittlerweile 8 Meter hoch ist, was dann wieder zur Folge hatte, dass natürlich die Arbeitsmöglichkeit von Palästinensern in Israel immer mehr eingeschränkt wurde. Also mittlerweile ist die, glaube ich, gar nicht mehr gegeben. Das heißt, diese Extremisten, diese Attentäter schaden ja ihrer eigenen Bevölkerung. Also denen wird die Erwerbstätigkeit genommen, weil die Israelis, je mehr Anschläge, je mehr Tote, je mehr Terror sind, die Grenzen zumachen. Die haben ja immer wieder die Grenzen zugemacht. Da haben sie wieder gelockert, kamen die nächsten Attentate und Terroranschläge, haben sie die Grenze wieder zugemacht. Und so ist es entstanden, wie hier zum Beispiel in Bethlehem, in diesem Gemeindezentrum, dass in der Stadt Bethlehem über 40 bis 50% Arbeitslosigkeit war. Die Leute wissen ja nicht, wovon sie leben sollen, weil die Grenze zu Israel zu ist. Und die ist zu, weil dort ständig Terror ausgeübt wurde. Also da dreht sich die Katze irgendwie im Kreis und beißt sich ständig in den Schwanz. Je mehr Terror, desto mehr leiden, je mehr palästinensischer Terror gegen Israel ausgeübt wird, umso mehr leiden Palästinenser, das war die ganzen Jahrzehnte schon so. Also da müssen, und das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn denn diese Demonstrationen da überall sind, stellt dann kein Mensch auf diesen Demonstrationen die Frage, will man vielleicht nicht auch mal was gegen diese extremistischen Eliten in Palästina machen, die das ja auch alles hochheizen, provozieren und so viel Leichen und Tote auf dem Gewissen haben. Also, und da. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Also, du bist ja auch Journalist, du machst ja auch Interviews, du hast ja so das Gefühl, reden Leute mit dir offen, bist du in einer Gesellschaft, wo man Leute auch mal fragen kann oder so. Und ich habe es ja immer gemacht. Israelis interviewt, Palästinenser interviewt. Über 20 Jahre, über 25 Jahre. So, und immer war dasselbe. Ich habe das nie erlebt, nie, dass irgendein Palästinenser was Kritisches gegen sein Regime, gegen seine Regierung, gegen seine extremistischen Führungskräfte gesagt hat. In Israel, da findest du immer Leute, die über die Regierung sich aufregen, dagegen protestieren, Proteste auf der Straße machen. Also da brauchst du ja keine 20 Meter hin, da findest du immer jemanden, der kritisiert. In Palästina findest du sowas nicht. Die kritisieren ihre Führungskräfte nicht. Und was ist der Hintergrund? Weil die denn Terror zu befürchten haben. Das ist das Problem. Du wirst keinen finden, der wirklich sich vehement gegen die Extremisten in Palästina einsetzt, dass die von der Macht entfernt werden müssen, damit da endlich Frieden herrscht, weil diese Extremisten gegen ihre eigene Bevölkerung auch so vorgehen. Also jetzt hat sich hier in Israeli zum Beispiel ein arabisches Dorf verhört, so endet das denn. Wenn man dann an einer falschen Stelle ist, hier wieder Einkaufszentrum, Attentat, wieder Dutzende Tote. Also so ging das die ganzen 90er Jahre. Und da ist eben das Problem, dass die Leute, also die Palästinenser selber,
So in einer, das ist zum Beispiel diese deutsche Fahrerin, die auch also 2 Meter neben so einem Attentäter gestanden hat beim Einkaufsmarkt in Jerusalem und quasi Riesenglück gehabt hat, dass sie überhaupt überlebt hat. Die hatte diverse Hautverbrennungen, viele Hauttransplantationen, die Hände waren völlig verbrannt. Also, ja, was hat die Frau den Palästinensern getan? Warum sprengt man die in die Luft? Das ist so eine Frage. Also, das ist so die entscheidende Frage. Also, wenn die Palästinenser nicht gegen ihre eigenen extremistischen Führungskräfte da was unternehmen und die entmachten, dann wird dieser Terror wohl nie enden. Also, das ist alles ganz gut, was du sagst. Es bezieht sich allerdings eben, also jetzt die Beispiele aus dem Film, Nahost-Tagebuch, das ist ja jetzt hier schon 23 Jahre alt, eine richtige neue Eskalation ging ja erst los, als Israel ein iranisches Konsulat angegriffen hat, als verschiedene Funktionsträger der iranischen Elite umgebracht wurden, die da zufällig anwesend waren, also gezielte Attentate. Das hat ja alles diese Sache in letzter Zeit ganz gewaltig angeheizt. Und ich frage mich schon, ja, nach dem, was du jetzt so erzählst, es ist eine sehr aufgeheizte Situation, da sind wir uns einig. Da sind auch die Palästinenser, die arabisch sprechenden Menschen dort in der Region nicht ganz unschuldig daran. Und dennoch sollte man denn dann nicht jemanden zum Streitschlichten irgendwie dort großartig reinbringen. Also zum Beispiel die Blauhelme von UNIFIL, die dort schon seit 1978 im südlichen Libanon stationiert sind, wären die denn jetzt nicht die richtigen Männer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit, um dafür zu sorgen, dass dort keiner auf den anderen schießt, ja oder nein? Glaube ich nicht. Weil die Und Frage ist ja bei allen Sachen immer Folge der wenn du Höhe das des nicht glaubst, Geldes. rechtfertigt das jetzt wiederum, dass Israel diese Truppen beschießt? Jetzt reden wir wieder über Israel. Ich würde gerne mal, weil alle ständig nur über Israel reden, weiter bei Palästina bleiben. Ja, wenn es recht ist, weil das, was über Israel erzählt wird, das kann man ja in allen Nachrichten gucken, auf allen Demos und über Palästina wird überhaupt nicht geredet. Bleiben wir mal bei Palästina. Ich sagte gerade, Folge der Spur des Geldes. Warum bringt das nichts, bei den dort mehr Blauhelme oder so zu installieren? Damit ist ja der Konflikt nicht beendet. Damit sind die Kriegsparteien ja nach wie vor da. Damit ist ja immer noch der Wille da, vom Fluss bis zum Meer, die Israelis haben zu verschwinden, der Staat hat aufgelöst zu werden. Also was bringt da Blauhelme? Das bringt überhaupt nichts. Die ist die Frage, wie kann man von diesen Maximalforderungen runterkommen? Das ist doch das Problem. Die einen wollen das Land ganz weghaben und die anderen sagen, nee, hier bleiben wir und vielleicht wollen wir sie ja noch mehr haben. Also insofern ist doch der Konflikt damit nicht gebannt. Wenn wir uns die palästinensische Seite ansehen, weil Israel, wissen wir, wird von USA unterstützt, deutsche Waffen ja nicht, wissen wir ja alles, aber wie sieht es auf der palästinensischen Seite aus? Also meine Erfahrungen waren über diese ganzen Jahre, also ich habe das dann auch irgendwann sein lassen, weil das auch vom deutschen Fernsehen nicht gewollt war, also man wollte keine differenzierten Berichte, man wollte immer nur diese Opferberichte von palästinensischer Seite, irgendwann hatte ich dann genug diese Einseitigkeit, deswegen habe ich das nicht mehr gemacht. Was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, auch so eine Unlogik, über die kein Mensch redet, diese Basis der Widerstandsbewegung ist ja der Flüchtlingsstatus. Also wir sind seit 1948, seitdem dieser Krieg war, der 48er Krieg, seitdem existieren ja diese palästinensischen Flüchtlingslager. Und da wird also die ganze Zeit die Haltung vertreten, wir sind seit 1948 Opfer, Flüchtlinge und wir wollen unser Land wieder. Das ist so der Status.
Und da hat sich eine Strategie geändert an dieser Haltung. So, und wie lange hält man das durch, Flüchtling zu sein? Also ich bin in mehreren Flüchtlingslagern gewesen, da wird einem dann immer gezeigt, so hier leben die Leute, das Lager gibt es schon seit 1948, das sind schon, weiß ich nicht, die vierte, fünfte Generation und so weiter und so weiter. Und da wird dann immer höllisch aufgepasst, dass du nicht in irgendwelchen Seitenwinkeln verschwindest oder mal selber drehst, was du drehen willst. Und soweit ist mir aber dann mal gelungen, auch mal mit Menschen in Gespräch zu kommen, also zum Beispiel auch in einem Flüchtlingslager in Bethlehem, was seit 1948 existiert. Und da hat mir eine Familie zum Beispiel auch ganz klar gesagt, also wenn es nach uns ginge, wenn wir das könnten, wenn wir das dürften, dann wären wir schon lange weg, da hätten wir uns irgendwo eine Wohnung gesucht oder wären woanders hingezogen, hätten versucht, da irgendwas aufzumachen. Aber wenn du versuchst, als Flüchtlingsfamilie, die dort wohnt in dem Heim, einfach zu sagen, nö, wir wollen jetzt kein Flüchtling mehr sein, wir wollen woanders hin, spielst du genauso mit deinem Leben, wie zum Beispiel auch Homosexuelle mit ihrem Leben spielen, wenn die sich outen. Ja, sowas lieben diese palästinensischen Terroristen und Extremisten, die dort das Sagen haben, auch ja nicht. Also wer sich da outet, der hat auch keine großen Überlebenschancen mehr. Und genauso ist das mit dieser Bevölkerung, die in den Flüchtlingslagern ist und da nicht rausgelassen wird, von palästinensischer Seite nicht rausgelassen wird. Und warum? Weil das sozusagen, wie soll man das sagen, jede Gesellschaft, auch die deutsche, hat ja eine Geschäftsgrundlage. Die Geschäftsgrundlage der deutschen Gesellschaft ist expandieren, Konkurrenz platt machen, Märkte erobern, irgendwie Rohstoffe sich einkrallen und so weiter. Also und damit mit der eigenen Wirtschaft, die immer expandiert, Export betreiben und davon existiert diese Gesellschaft. Dieses Geschäftsmodell, was da in Palästina hauptsächlich betrieben wird, ist das Geschäftsmodell, Flüchtling zu sein. Das heißt, wenn man den Flüchtlingsstatus dokumentieren kann, beweisen kann, dann kriegt man von der Organisation Geld und von dem Hilfswerk und vom UNO-Hilfswerk kriegt man Geld und von hier kriegt man Geld. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen von palästinensischer Seite, damit die keine Repressalien erleiden. Also da haben wir auch einige Leute gesagt, na die Leute, was haben die denn getan in den letzten Jahrzehnten? Die haben gewartet, dass es irgendwann mal Frieden gibt und so lange werden sie sozusagen über gerade auch westeuropäische und von UNO-Hilfswerken mit Geld versorgt. So. Und wenn das die Geschäftsgrundlage ist, Flüchtling zu sein, musst du das ja ständig beweisen. Und da nähert sich ja auch dieser palästinensische Terrorismus. Weil wenn man einfach nur da in dem Flüchtlingslager sitzen geblieben wäre und gesagt hätte, wir sind Flüchtling, gebt uns mal Geld von der UNO. Na, ich glaube nicht, dass sie das immer noch bezahlen würden seit 1948. Also du musst ja ständig beweisen, dass du ein Flüchtling bist. Und das, ich habe es ja selber gedreht, das ist in meinem Film drin. Die Schüler werden in der Schulklasse schon erzogen, Juden hassen, Juden ermorden, Israel muss weg. Und wenn sie den Unterrichtsschluss haben, dann gehen sie zum nächsten israelischen Posten, schmeißen mit Steinen, schmeißen mit Brandflaschen, bis sie dann irgendwann vertrieben werden. Also die werden ja zu Hass und Mord erzogen. So, und dann zeigt man die Bilder, oh, die bösen israelischen Soldaten verfolgen Kinder. So, und dann klingelt schon wieder in der Kasse, kriegst du die nächste Unterstützung vom UNO-Flüchtlingswerk, von sonst wo. Und da lässt es sich ganz gut leben, wenn man immer Opfer ist und immer versorgt wird und ständig beweist, dass man ja unter Repressalien und einer bösen Macht leidet. Ne? Das sind so Sachen, ich muss sagen, das hat mich schon ziemlich schockiert, weil man das anders lösen kann. Weil nehmen wir bloß mal das Gegenbeispiel. Über sowas macht sich doch kein Mensch Gedanken. Nehmen wir mal das Gegenbeispiel. Es gab ja in Westdeutschland diese Vertriebenenverbände. Ja, die sind, ich war jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen in einer Gegend, wo meine Urgroßeltern gelebt haben. Da ist nicht Deutsches mehr, da sind nur Polen. Da findest du nicht mal mehr ein deutsches Grab. Also da ist alles weg. Also was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, die Polen müssen da weg? Das war jahrhundertelang deutsch. Jetzt sind da Polen, die haben da nichts zu suchen.
was wollen die da? Das ist deutsche Gebiet und jetzt überrede ich mal ein paar Leute, die da sich Sprenggürtel umbinden und da in dem Heimatort von meinen Ururgroßeltern mal das Kaffee in die Luft sprengen oder den Markt in die Luft sprengen oder den Linienbus in die Luft sprengen. Okay, ja. Das müssen wir jetzt aber dazu sagen, dass das jetzt ein Vergleich war, ein Gedankenspiel, um zu zeigen, wie absurd das wäre. Ist natürlich nicht das, was du wirklich denkst, die Polen müssen da weg, sondern das war jetzt bloß mal. Ja, na klar. Okay. Ich will damit bloß den Vergleich machen. Also was will man damit erreichen, wenn man irgendwo vertrieben wurde, ständig Terror auszuüben? Was erreicht man damit? Okay, gut. Also die Lage ist verfahren, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Es gibt keine einfachen Lösungen, aber du hast von Lösungen gesprochen. Welche Lösungsvorschläge hast du denn in petto? Ja, also jetzt mal hier zum Beispiel ist ja Butter bei die Fische. Ja, klar, aus meiner Sicht ist das absolut lösbar, ich stelle ja dann noch immer so die Gegenfrage, wenn jetzt über Beirut gesprochen wird, da gesagt wird, warum bombardieren denn die Israelis nicht Amman? Und warum bombardieren die nicht Kairo? Warum machen die das nicht? Ja, weil man denn nach mehreren Kriegen, die arabischen Staaten, auch Jordanien gegen Israel, Ägypten gegen Israel, haben sie krachend verloren, die Kriege, und man hatte, also zum Beispiel hatte ja Israel mehrere Jahre lang, nachdem es diesen ägyptisch-israelischen Krieg gab, die Sinai-Halbinsel besetzt. So, dann hat man sich geeinigt, hat gesagt, okay, wir ziehen, das ist ja ein Riesending, ein Riesengebiet. Also wenn Israel das behalten hätte, wäre es ja eine Großraubnation, ja, wenn es die Sinai-Halbinsel behalten hätte. Haben sie gesagt, okay, wir ziehen uns zurück, aber dann bitte macht Frieden und hört auf, ständig mit uns Krieg zu führen. Und das hat geklappt. Es gibt einen Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel und das funktioniert. Und das Gleiche ist mit Jordanien. Ja? Also das, was jetzt Westbank ist, das gehörte ja vorher zu Jordanien. Das ist ja auch so ein Ergebnis vom Sechstagekrieg. Und man hat sich dann geeinigt, hat gesagt, also es bringt scheinbar nichts, gegeneinander Krieg zu führen. Gibt nur einen Haufen Tote. Keiner hat irgendwas davon, dann lasst uns doch mal einen Friedensvertrag machen. Und das hat Jordanien gemacht, hat Ägypten gemacht und mit den Ländern gibt es keinen Krieg. Und da wird nicht bombardiert, weil die Frieden mit Israel geschlossen haben. Und damit ist es in Ordnung. Und wenn man sich in Israel selber anguckt, das wird ja auch immer ja nicht thematisiert, das ist ja auch ein Vielvölkerstaat. Ja? Da gibt es zum Beispiel zwei Tscherkessendörfer, die gibt es da schon seit 150 Jahren, da gab es Israel noch nicht, da war das noch Osmanisches Reich, die sind moslemisch. Die haben null Probleme in Israel als moslemische Dörfer, die arbeiten im Staatsapparat, bei der Polizei, bei der Armee. Es gibt null Probleme. Da gibt die Drusen, die syrisch-orthodoxen Christen, es gibt viele verschiedene Ethnien in Israel. Akko ist eine arabische Stadt in Israel. Ja, es gibt da keine Probleme, man hat sich integriert, miteinander arrangiert und man lebt miteinander. Und es werden da keine ständig Leute ermordet, weil man der Meinung ist, mein Nachbar gefällt mir nicht und den würde ich jetzt weghaben. Also die Lösung besteht darin, dass man auf die einerseits den Geldhahn abdreht, also weil auf palästinensischer Seite auch, weil wenn man sich in Gaza ansieht, ich erinnere bloß mal ans Jahr 2005, ja, da hat Israel genau dasselbe versucht, was mit Ägypten und Jordanien gut geklappt hat. Da waren diverse jüdische Siedlungen im Gazastreifen. Und Israel hat gesagt, okay, zu Diplomatie gehören Kompromisse und jeder muss irgendwas davon haben. Also wir ziehen freiwillig unsere ganzen Siedlungen aus dem Gazastreifen zurück. Alle kommen raus, müssen ihre Häuser aufheben, müssen ihre Plantagen aufheben, kommen alle wieder zurück ins israelische Kernland. Wir lösen die Siedlungen auf, damit Frieden ist. So, und was ist in Gaza denn passiert? Die haben die Gelder alle eingestrichen, die ganzen Hilfsgelder, die Aufbaugelder, die UNO-Gelder und haben hunderte von Kilometer Tunnel damit gebaut und
und Raketenfabriken und Abschussrampen und weiß ich was alles. Und weil du sagst, das ist 20 Jahre alt und das wäre dann der Auslöser, wäre dieses Attentat gewesen. Davor waren auch wieder Raketenangriffe von Gaza. Also die gingen die ganze Zeit über. Also insofern ist das nicht einfach so. Es war 20 Jahre Frieden und auf einmal bringt Israel jemanden um. Also so war das auch nicht. Dieser Terror hing Gut. die ganze Zeit weiter. Okay, gut, aber du hast jetzt gesagt, man sollte den auf palästinensischer Seite den Geldhahn abdrehen. Also das sind 1,9 Millionen Menschen, die sind in akuter Not. Also ein großer Teil davon, ein Viertel, also wir reden von fast einer halben Million Menschen, die jetzt gerade, während wir hier sprechen, akut am Verhungern sind. Und denen möchtest du jetzt die Gelder streichen. Ich Habe ich möchte das denen richtig die Gelder verstanden? streichen, die damit Tunnel und Raketen bauen. Weil die kannst du nicht essen. Du kannst den Tunnel nicht essen und du kannst die Ja, Rakete nicht essen. okay, aber ist denn das nicht eine theoretische Diskussion? Weil ich meine, die Hamas ist ja das ist ja keine Personengruppe, die du auslöschst und dann ist sie nicht mehr da, sondern die Hamas ist eine Ideologie, die kannst du nicht vernichten. Ja, man kann die eindämmen. Also, wir haben ja auch extremistische Ideologien. Also Deutschland brüstet sich ja immer damit, dass man quasi rechts bekämpft, ja, die rechte Ideologie. Und das macht Deutschland am besten damit, indem sie ein faschistisches Regime in der Ukraine pampert, ausrüstet, finanziert, mit Waffen ausstattet. Also so dämmt Deutschland eine faschistische Ideologie ein, wenn sie im anderen Land ist und ihre Interessen vertritt, dann können sie gefördert werden. Aber wenn man das kritisiert, ist man der Nazi. Also ich denke, das sind zu meiner Erfahrung auf palästinensischem Gebiet gefühlt 80% der Bevölkerung wollen das alles nicht. Das heißt, die Hauptforderung muss darin bestehen, dass die extremistischen Machteliten in Palästina entmachtet werden. Dass die entmachtet werden, diese Leute, dass die, wenn die auch Verbrechen begangen haben, Morde begangen haben, dass die hinter Schloss und Riegel kommen und dass die nicht mehr über dieses Volk regieren könnten, weil die absolute Mehrheit der Bevölkerung ist, wie gesagt, so meiner Erfahrung über diese ganzen Jahrzehnte da unten, die wollen das alles nicht. Die wollen diesen Krieg mit Israel nicht, die wollen diese Terroranschläge nicht, die wollen diese Morden und Töten nicht und die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und am liebsten Handel mit Israel betreiben, in Israel arbeiten gehen oder selber wie im Jordantal, das ist eine fruchtbare Gegend, da kann man viel anbauen, da kann man auch Handel treiben mit Israel. Also das sind so die Vorstellungen, die man da hat und diesen Leuten muss gerecht werden. Das heißt, es hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg diese Scheinaufarbeitung mit den Nürnberger Prozessen gegeben, die nicht dazu geführt haben, dass die Grundlagen des Faschismus in Westdeutschland beseitigt wurden und auch nicht dazu geführt, dass eine faschistische Elite da entmachtet wurde. Die hat fleißig weitergemacht. Deswegen haben wir ja die Zustände heute, dass sie so ein Regime in der Ukraine unterstützen. Das heißt, man muss einfach versuchen, diese Extremisten zu entmachten, vor Gericht zu stellen, irgendwie zu erreichen, dass die nicht mehr über ihre eigene Bevölkerung da in Palästina bestimmen. Und dann hättest du eine Mehrheit der Bevölkerung, die sehr daran interessiert wäre, dass das sich normalisiert, dass diese ganze Morden aufhört, dass man ein ganz normales Leben führt. Und aus meiner Sicht wäre die beste Lösung, weil auf das Thema kommt man ja immer, die einzige Lösung wäre die Zwei-Staaten-Lösung. Halte ich für völlig verfehlt, weil wenn man den Zustand, den man jetzt hat, so wie er in Palästina ist und gerade im Gazastreifen, wenn man die Machteliten an der Macht lässt, wenn man das alles so lässt, wie es ist und denen dann noch einen Staat gibt, dann passiert dasselbe wie in der Ukraine. Dann sagen die, wir sind ein souveräner Staat, schickt uns Waffen, schickt uns Bomben, schickt uns Munition, schickt uns Soldaten, schickt uns Kriegsschiffe, wir müssen jetzt Kriegs führen. Wem sollen damit gedient sein? Aus meiner Sicht ist die einzige Lösung Entmachtung dieser extremistischen Eliten in Palästina und dann eine Föderation, wo also die
die Kultur, die Sprache, die Religion, alles der Palästinenser gewahrt bleibt, nicht so wie die westdeutsche Übernahme, alles Eigentum wird ihnen weggenommen, so wie das hier der Westen im Osten gemacht hat, sondern dass die auch ihr Eigentum behalten können, im Gegensatz zu dem, was in der DDR nach dem Anschluss passiert ist, also dass sie ihre Ernährungsgrundlagen behalten, ihre Religion, ihre Sprache, ihre Kultur und dann in einer Föderation zusammen mit Israel leben, so wie das auch in den anderen Orten in Israel funktioniert. Wie gesagt, Akko hatte ich ja schon gesagt, oder die Berset also jedenfalls diese tschetschenischen Dörfer, die Drusendörfer und so weiter, dass man in Frieden miteinander lebt, das ist absolut machbar. Wenn es kein Geld mehr für Waffen und Tunnel und Raketen gibt und wenn diese extremistischen Eliten entmachtet werden, dann kann man das lösen. Aber diese Maximalforderung vom Fluss bis zum Meer, das bringt keine Lösung. Das bringt immer nur noch mehr Tote. Ist es denn nicht auch eine Maximalforderung, hinzugehen und zu fordern, man muss die Eliten, die Herrschaft der Eliten da Hamas beenden. Also wie soll man das denn machen? Wie soll man das denn machen, wenn nicht mit einem groß angelegten Einsatz? Ich habe dich vorhin gefragt nach den Blauhelmen, ob die vielleicht für Frieden sorgen könnten. Du hast gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das was bringt. Wer soll denn das tun, die Eliten von der Macht abzulösen auf palästinensischer Seite? Naja, da braucht man ja bloß gucken, wie es woanders geklappt hat. Hier im Osten hat es ja super geklappt. Ne? Also hier ist ja die ostdeutsche Elite innerhalb von kürzester Zeit entmachtet worden, ohne dass Blut geflossen ist. Die sind alle in der Versenkung verschwunden, waren vorher Minister und weiß ich was und durften ein Klo putzen oder Gemüse einräumen im Supermarkt. Also das hat doch super funktioniert. Also warum soll das nicht da auch funktionieren, wenn es hier in Ostdeutschland so super funktioniert hat, die Elite zu entmachten? Und das haben wir ja zweimal erlebt. Wir haben ja immer die Elite nach 45 entmachtet, hier im Osten, während sie im Westen weitergemacht hat. Und dann hat die westdeutsche Elite dann die ostdeutsche entmachtet. Also das ging. Man muss es nur wollen, tun und die Leute hinter sich sammeln. Und das gehört auch dazu, dass denn auch die arabische Seite, die den palästinensischen Terror unterstützt, also wie zum Beispiel auch Iran und andere arabische Länder, dass die denn quasi ihren Einfluss, ihre Macht auch mit in die Waagschale werfen. Also indem man auch sagt, nee, mit denen reden wir, also mit diesen Eliten, mit den Extremisten, mit denen reden wir nicht mehr, denen nehmen wir kein Geld, die sind für uns nicht legitim und so weiter. Also es gibt ja sicher verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also die ostdeutsche Bevölkerung hatte offenbar nicht die Macht und das Recht, ihre eigenen Eliten zu behalten. Die Westdeutschen haben das gut hingekriegt, sich hier selber als Elite zu etablieren. Da kann man doch vielleicht den Israelis da mal erzählen, wie das so funktioniert hat. Die haben es so super hingekriegt, hier die Macht an sich zu reißen, die westdeutsche Elite im Osten. Vielleicht kann man da Tipps geben, wie man das in Israel-Palästina auch hinkriegt, die palästinensischen Extremisten zu entmachten. Das Problem bei Extremisten ist ja, und das ist ja der Unterschied zur DDR-Elite, die war nicht so extremistisch, auf die eigene Bevölkerung schießen zu lassen, die Armee einzusetzen, die Kampfgruppen einzusetzen und ihre Macht mit Gewalt zu behalten zu wollen. Mhm. Und das sieht wahrscheinlich in Palästina anders aus. Ob die Extremisten da freiwillig gehen, das möchte ich ja fast bezweifeln, so wie die sich so aufführen. Sagt Wilhelm Domke-Scholz, eine sehr kontroverse Ansicht hast du geäußert. Ich bin der Meinung, dass man darüber noch sehr lange weiter streiten könnte und das werden wir auch sicherlich tun in einer unserer nächsten Sendungen. Für dieses Mal sind wir allerdings erstmal durch. Vielen Dank, Wilhelm. Und ihr, liebe Leute, schreibt mir doch mal bitte hier unter das Video in die Kommentare, was sagt ihr denn jetzt dazu, was Wilhelm vorgeschlagen hat. Die Leute auf palästinensischer Seite sollen einfach ihre Eliten zum Teufel jagen und ein anderes Regime da sich selber irgendwie zusammenbasteln oder so. Schreibt mir bitte auch eine E-Mail an info@jonos.tv. Ich freue mich auf jede einzelne eure Zeilen und beantworte sie auch wenn es manchmal ein wenig dauert. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.